Tischblessuren. Komm, wir setzen uns hierher, in die Sonne. Hier ist es schön. Die Gespräche werden sich nur um den Augenblick drehen, um das Licht, die angenehmen Temperaturen, der Atmosphäre des Viertels, um das Auswählen eines Bieres oder eines Glases Wein zur warmen Tat. Kein Wort über den Tisch. Und doch ist er es, der alles beherrscht, dessen verschlissene Tischplatte sogleich ins Auge fällt. All diese Messerkerben und Gabeleinstiche, die abgebröckelte Farbe, das sind Spuren des Lebens. Man hat die papiernen Tischsets unter Gläser und Besteck geklemmt, damit der Wind sie nicht wegträgt. Es ist schön, all die verschiedenen Mahlzeiten zu sehen, die man selbst nicht bestellt hat. Im Grunde macht genau das alles den Unterschied aus zwischen einem Mittagessen in einem Restaurant und in einem Bistro. Im Bistro blendet man die anderen Gäste nicht aus. Man gehört zusammen. Ein umgestürztes Bierglas oder ein verschütteter Schluck Wein, das ist hier keine Katastrophe. Der Tisch wird trocken gewischt, aber er bleibt noch etwas durchtränkt. Er nimmt alles hin, gibt sich unempfänglich gegenüber dem Geschehen, ist stolz auf seine Unverletzlichkeit. Für nichts in der Welt wollte er mit einem Resopaltisch tauschen, ein Albtraum, auf dem alle Empfindungen weggleiten und keine Spuren hinterlassen. Das war noch eine andere Zeit, als sich ein einfacher Tisch sich seiner Macken noch schämen musste. Heute bekennt sich der Tisch zu ihnen, ohne Komplexe. Er möchte diese Spuren bewahren. Es ist ein Tisch, um sich mit den Ellenbogen darauf zu stützen. Schluss mit unnötigen Regeln. Ein Tisch, um daran mit seinen Tischgenossen Platz zu nehmen, aber auch mit allen anderen, die früher schon daran saßen. Die Blessuren erinnern an Falten. Ein Ausdruck in einem alten Gesicht, der sich vermischt mit der Oberfläche des Tresens. Das Leben birgt Nörgeleien, Lachen, Verletzungen. Die Gläser und die Teller stoßen aneinander.